hab schon richtig Bock, jetzt richtig rauszulassen. So richtig mal die Sau rauszulassen auf dieses Update. Alter, das wird ein Fest, Leute. Bleibt bis zum Ende dran, es wird richtig dampfig. Ich hau hier die Scheiße raus. Alright, willkommen zurück zu Clash Royale. Das neue April-Update ist raus. Wir gehen mal die ganzen neuen Features durch und es wird verdammt ein langes Video, weil die Featureliste ist unendlich lang. Ohne Schissel, Leute, ich verarsche euch nicht. Die ist mordslang, ne? Clankriege, das ist ja das Clankriegs-Update, keine Frage, das ist das große Ding. Clankriege, das sind da, kämpfe gemeinsam mit deinen Clankkameraden gegen Clans aus aller Welt, verdienen dann dir Kriegsruhen und Ruhm, erkunde die brandneuen Clankriegsinsel und die Clankriegs-Arena. Schauen wir uns gleich an. Sammelt Clan-Trophäen, habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, oder habt ihr auch nicht, um in höheren Clan-Ligen aufzusteigen, sprich, Clans haben jetzt eine separate Arena, mehr oder weniger. Ist dein Clan bereit? Ich denke mal schon. Und man braucht Level 8, um Clankriege freizuschalten. So, das ist das große Ding. Clankriege wissen wir seit, was, seit Januar ungefähr, Januar, Februar, habe ich ja das erste Mal über Clankriege geredet, dass die reinkommen können. Jetzt wisst ihr, jetzt schauen wir uns das gleich nochmal an. So, neue Karte. Im Mai erwartet dich eine neue Karte. Du sollst aufpassen, wo du hintrittst, wenn du in der Nähe. Ja, die meinen schon die Schleichschützen, oder? Die bringen ein Update raus und verkaufen eine neue Karte, die wir seit Oktober kennen, als neue Karte. Okay, ist eine neue Karte, ist bestimmt mit dem Update reingekommen. Das ist die Schleichschützen, oder? Pass auf, wo du hintrittst, wenn du in der Nähe der königlichen Arena durch die Wälder wanderst. Schützen, Schleichschützen, sprich, die ist getarnt. Man soll nicht sehen, man soll aufpassen. Das ist die Schleichschützen und die kennen wir seit Oktober. Und die verkaufen das jetzt mit diesem Update als neue Karte. Die haben eine neue Karte in das Spiel reingebracht, was seit Oktober im Spiel drin ist. Gutes Update, weiter geht's. Okay, Verbesserung. Die Stummschaltung von Emotes ist nun permanent. Hat ja auch nur 2 Jahre gedauert. Zuschauer können ab sofort Emotes verwenden. Ist bestimmt praktisch. Spieler, die verlassen, müssen eine Weile warten. Langweilig. Shop. Glücksruhe enthält nun 2 Glückskarten. Okay. Arena-Pakete wurden bearbeitet. Kosten wahrscheinlich jetzt mehr. Spieleballons und das war's. Warte. Irgendwas habe ich übersehen, glaube ich. Irgendwas habe ich mir übersehen. Moment. Ich muss mal ganz kurz gucken. Gebt mir ein bisschen Zeit, Leute. Chillt mal eure Basis. Ich muss mal gerade was ganz kurz nachgucken. Zack. Und Clash Royale Updates. So, Clash Royale Updates. Wartet ganz kurz. Ich muss was ganz kurz nachgucken. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, da ist das letzte große Update gewesen. 11. Dezember 2017. Wenn ich mich vertan habe, sind das fast 5 Monate. Dieses Update hatte eine neue Arena, 2 neue Karten, von denen wir nichts wussten, nicht wie die Schleichschützen, 3 neue Kisten, Gold Rush, Gem Rush, Special Challenges kam rein, Daily Quest kam rein, okay, war auch nicht das größte Update, aber 5 Monate später und wir kriegen Clankriege. Das war's. Wir kriegen nur Clankriege. Keine neue Arena. Wir schauen uns weiterhin das Update an. Oder wollt ihr, dass ich mich jetzt schon darüber beschwere? Soll ich jetzt schon Clash Royale hassen oder erst am Ende? Was meint ihr? Ja, ich habe schon richtig Bock, jetzt richtig rauszulassen. So richtig mal die Sau rauszulassen auf dieses Update, auf die Politik. Machen wir am Ende. Wir schauen uns erstmal das Update an. Lass mal. Also, ja, das funkelt schön. Ja, das haben die schön gemacht. Ja, das ist nett. Gutes Update. Ein schönes Sonderangebot, das jetzt noch besser funkelt als vorher. Geil. Geil, ja, dafür lohnt es sich. Ansonsten Truhen gleich, okay. Karten gleich. Wir können nach seltenen absteigend jetzt endlich mal sortieren, dass die Legendaries oben sind. Hat 5 Monate gedauert, dass der Praktikant seinen Filter um... Yeah. Gut, das Update. So, was mich interessiert, ist dieser Holzrahmen um das Clan-Logo. Das sieht cool aus. Sieht cool aus, hat wahrscheinlich mit Clankriege zu tun. Da ist die zweite Liga sozusagen, die Clan-Trophäen. Steht bei 0, noch kein einziges Clan-Match gespielt. Das Grau wurde hier anders gemacht. Das hat auch wahrscheinlich viel Zeit gekostet, den Farbwert zu ändern. Das war ein dunkleres Grau, das sieht auf jeden Fall anders aus. Jetzt gibt es die Kriegsstatistik, das ist auch neu. Ich würde meinen, das Kampfdeck hat auch irgendwie so einen Schein bekommen, oder? Ist irgendwie so oben ein bisschen blasser geworden. Sieht ein bisschen anders aus, wenn ihr mich fragt. Okay, hier haben wir nichts mehr Neues. Haben wir hier irgendwas Neues? Auch nicht. Okay. Kronentruhe immer noch da. Quests, Clankrieg-Quests können wir jetzt auch machen, nicht schlecht. TV Royal gleich geblieben. Neues TV ist auch nix. Da haben wir Clans. Ah, da kann man jetzt die ganzen Clans sehen. Konnte man schon vorher auch. Okay.
Okay. Kommen wir zum Clankrieg. Geht ja um Clankriege, ne? Das ist neu. Das ist halt das Neue in dem Spiel. Hier gibt es Krieg, kein aktiver Clankrieg und kein Kriegslog. Okay. Der Holzrahmen hier um das Clan-Logo sieht nett aus. Cool aus. Keine Frage. Und das war's. Personalisierte Angebote. Wenn diese Option aktiviert ist, kannst du im Shop Angebote erhalten, die für dich relevant sind. Das ist natürlich wichtig. Das ist wichtig, Leute. Das ist ein Feature, das wollte die Community. Das wollte die Community, dass man Angebote kriegt, die auf einen zugeschnitten ist. Ey, du hast mal eben 5000 Euro ausgegeben. Hier hast du noch ein schönes Angebot für 1000 Euro. Scheint ja Geld zu haben. Mann, holy shit. Ich sammle gerade richtig Dampf, du. Alter, das wird ein Fest, Leute. Bleibt bis zum Ende dran, es wird richtig dampfig. Ich hau hier die Scheiße raus. So, wir gehen nochmal auf Krieg. Das ist die neue Clankrieg-Arena. Silber, Gold, legendär. Da haben sie sich auch sehr viel Mühe gegeben an unterschiedlichen Clankriegs-Arenen. Festung, hier ist ein bisschen Goldtürme, hier sind die lila. Ich meine, die sieht cool aus. Keine Frage, die vier Türme sehen cool aus. Ist auch ganz nett, aber ja, okay. Clankriege haben die gut umgesetzt. Keine Frage, ich finde das ganze Menü hier mit Clankriegs ist super nice. Krieg beginnen, so, Sammeltag. Da habt ihr es, Leute. Das ist Clankrieg. Das ist die Clankriegsinsel, das ist der Sneak Peek gewesen. Eine super coole Map, die man auch zu Singleplayer umwandeln könnte, ne? Da ist das Riesenschwert auf der linken Seite, da wo die 2 jetzt hoppelt. Ne, das ist ja das, was ich gesagt habe, das sieht aus wie ein Schwert. Hat er recht. Riesenfestung auf der rechten Seite. Es sind alle Arenen bis auf die 12. Ne? Elektro-Arena ist da, aber die 12. Arena ist nicht da. Die Dschungel-Arena ist auch da. Die 12. wird vermisst. Die scheint... Ah ne, da oben ist nichts. Und... Krieg, noch keine Teilnehmer. Nehmt mal teil, Leute. Nehmt mal teil. Okay, und das hier, gestartet. ja, und man muss auch sagen, dass Clankrieg Pay to Win ist. Ja, ich kann hier live jetzt Goblin Master zugucken, wie er schon seine ersten Karten vorbereitet. Also, das Clankriege sind schon ziemlich. Ist nett. Springen wir mal in Match rein. Mal schauen. Zusammenfassend kann ich sagen: Pay to Win. Ganz dick. Mit dicken P, mit dicken W. Guckt euch mal seine Trophäen an. 4600. Ich habe 4000 Trophäen. Ich habe das Spiel seit dem letzten Balance wahrscheinlich nicht einmal gespielt. Hab 4000 Trophäen. Warum muss ich gegen jemanden spielen, der 4600 hat? Kann mir das einer erklären? Gibt es dafür einen Grund? Der einzige Grund dahinter ist natürlich Pay to Win. Die Kartenlevel sind nicht Turnierstandard. Das heißt, Level 11 Hawkrider, Level 11 Karten, Level 8 Max Karten. Viel Spaß damit. Wenn ihr keine guten Kartenlevels habt, werdet ihr den Clankriegen schlecht abschneiden. Warum? Ihr sollt Geld ausgeben. Gutes Update. Wartet mal, wartet. Bin noch voller Hype, ey. Mein Hype sprudelt aus mir heraus. Oh, Feuerball verfehlt. Sehr schön. Wenigstens etwas, ey. Wenigstens etwas. Wenn die Gegner schon pay to win sind, dann wenigstens kacke. Dann sind die wenigstens kacke. Ne? Das ist das Einzige, was mich freut. Okay. Mini-Packer kommt vielleicht noch dran. Na, wenigstens den Turm noch. Okay, der hat viel ausgegeben. Wir setzen direkt mit dem nächsten Golem nach. Alright, wow. Doppelte Elixierphase vergessen. Wow, okay. So. Ja, es ist und bleibt Pay to Win. Das Spiel ist, bleibt Pay to Win. Auch Clankrieger hat sich nicht geändert, was Pay to Win-ness angeht. Das ist immer noch die gleiche Soße. Aber das Grobe und ganz um Clankriege ist ja ganz nice. So, mein Turm. So, nächster Turm. Denn schon. Versuch das noch zu defenden, wenn du willst. Alright. Viel Elixier ausgegeben. Aber ja, was ist das für Matchmaking? Welcher Grund hat es, dass ich gegen einen Typen mit 4600 Trophäen spielen muss? Also, nee, ohne Scheiß. Ich verarsche euch nicht. Das ist ja, ihr seht selber, er hat 4600 Trophäen. Wenn ihr denkt, das ist ja jetzt, ist doch nicht schlimm. Das ist schlimm, Leute. Das ist schlimm. Was ist, wenn ihr 3000 Trophäen habt und ihr auf einmal gegen einen Typen mit 4000 Trophäen kämpfen müsst? Kann passieren. So, da holen wir uns auch die 3 Kronen. Da wollte noch einen maximalen Push rausholen. Hat nicht geklappt. Und, ja, ich weiß, es wird Spaß machen.
Die Frage ist nur, wie lange wird es Spaß machen? So, das ist der Vorbereitungstag, das ist der Sammeltag, ne? Das ist das, wo die ganzen Clanmitglieder kämpfen. Und wenn ihr gewinnt, kriegt ihr halt bessere Karten. Wenn ihr verliert, kriegt ihr schlechtere Karten. Ne? Wenn ihr gewinnt, kriegt ihr halt die Clankartentruhe. Zack, die ist größer. Sind deutlich bessere Karten drin. Und desto mehr Karten ihr freischaltet, desto besser werden eure Karten für den Clankrieg. Sehr interessantes Konzept und bringt natürlich eine Menge Abwechslung in Clankriege rein. Aber dass man schon am Sammeltag mit Maximum Level spielen kann oder beziehungsweise sein Pay-to-Win-Deck benutzen kann, ist natürlich irgendwo total Banane. Warum muss ich Karten sammeln, die sich hochleveln? Aber um diese Karten zu sammeln, brauche ich einen hohen Level, um überhaupt mithalten zu können. Ihr versteht, ne? Boing, 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 boing. Oi. Du hast deine Sammeltagkämpfe abgeschlossen. Als nächstes beginnt der Kriegstag. Erst morgen. Bin gespannt, wie das aussieht, aber meine Clan-Mitglieder haben natürlich noch eine Menge Zeit, daran teilzunehmen. Da seht ihr schon, wer seine Matches abgeschlossen hat, wie viele Karten die freigeschaltet haben. 480, 240. Wenn auch jetzt andere da... Wie viele können maximal daran teilnehmen? 10. Nee, oder waren das 10? Ich glaube 10. Mindestens 10 waren das. Na, desto mehr dann spielen. Ich kann jetzt nicht mehr kämpfen. Schade. Sammeltag abgeschlossen. Und dann kommt der Clankrieg allgemein. Dann spielt man gegen einen anderen Clan auf dieser Insel hier. Dann kommen die ganzen Schiffe zusammen und dann spielt man gegen die. Clankriege mega gut umgesetzt. So, jetzt kommen wir aber zu dem Teil, wo wir das Spiel mal ordentlich zerreißen. Darauf freut ihr euch vielleicht, ne? 5 Monate haben die für ein Update gebraucht. Ein großes Update, womit die viel machen konnten. Und es ist nichts reingekommen. Es gibt so viele Optionen, in dieses Spiel reinzubringen. Skins. Neue Raritätsstufe, mehrere Karten, wo ist vielleicht sogar direkt eine neue Karte, wenn dieses Update rauskommt, bam, neue Karte, mit Clankrieg rein. Singleplayer-Modus ist natürlich weit hergeholt, aber wäre auch nett gewesen. Aber all das ist nicht passiert. Wir haben nur Clankriege bekommen. Was meint ihr, wie lange Clankriege Spaß macht? Das spiele ich jetzt, das sieht ganz nett aus, es wird auch Spaß machen. Ein Monat? Ein Monat und was haben wir dann? Dann ist es wieder nur Clankrieg. Dann ist es wieder nur Clankrieg. Man sammelt die Karten. Wird das langzeitig die Leute anlocken? Ah, ich sehe jetzt das Blaue. Das Blaue ist ein Fass, was runterfließt. Aber das Schwert war richtig. Ich hatte recht mit dem Schwert. Das reicht nicht aus, um langzeitig Spaß zu machen. Supercell gibt... Und vor allen Dingen diese neue Karte. Diese neue Karte regt mich gerade am meisten auf. Die bringen ein Update raus und verkaufen eine neue Karte, die seit Oktober schon bekannt ist, als ein neues Feature für dieses Update, damit dieses Update nicht ganz so langweilig wird, oder was? Das ist eine Karte, die seit Oktober bekannt ist. Seit Schleichschützen. Könnt ihr googeln. Die ist bekannt. Die Leute wissen, wie die aussehen. Die wissen, wie die gespielt wird. Klar kann sich noch ein bisschen was ändern. Raritätsstufen und Schaden und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt kein neues Ding. Die Zappies und der Jäger waren neu. Die waren geil. Hier haben die einfach eine Karte jetzt in die Changelog reingebracht, damit das ein bisschen mehr drin steht. Ansonsten... Auch Truhen wurden nicht großartig angepackt. Glücksruhe bringt jetzt 2 der Glückskarten. Wow. Naja, okay. Ach, ich werde mich da nicht großartig aufregen, Leute. Ihr seht es wahrscheinlich selber, dass das jetzt kein krasses, großes Update ist. Im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, ist es das kleinste und schlechteste Update für Clash Royale ist. Punkt. Alle Updates davor waren riesig, die waren groß, hatten unterschiedliche Features, Karten, neue Arenen, neue Truhen, 3 Dinge, all diese 3 Dinge in einem einzigen Update. Diese Ligasysteme kamen raus, ne, mit 9 Truhen, Auswahltruhen, bam, ein großes Update. Boah, da kamen so viele Sachen rein. Und jetzt kommt einfach so Clankrieg, nach 5 Monaten. Okay. Das hat Fortnite innerhalb einer Woche geschafft. Okay, das ist der Schnupperkurs zu Clankriege, mehr können wir leider nicht machen, nur die 3 Matches jetzt, jetzt muss ich bis morgen warten. Doch, Teilnehmer, kann ich am Clantricks... Also, wir brauchen mindestens 10 Clan-Mitglieder, aber die Krühe kommen noch rein. Das ist ein neues Update, die Leute sind gehypt. Was haltet ihr von dem Update, Leute? Schreibt mir runter in die Kommentare. Das ist der erste Schnupperkurs. Ansonsten kann ich euch großartig nichts zeigen. Es ist nichts passiert. Doch, Sonderangebot funkelt jetzt. Ist das nicht ein schönes Sonderangebot? Ja.